Hallöchen zusammen und herzlichstes Willkommen zu einer neuen Let's Play-Folge Code Veronica. Ich packe jetzt das Messer wirklich weg. Ich tue es jetzt. Wir werden jetzt Pistilleros. Und ich glaube, ich nehme mal die M100P mit. Ja, genau, die meine ich. Die, mit der man Feuer löschen kann. Und mit der schieße ich jetzt einfach mal ein bisschen rum. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher. Ist das nicht die Waffe, die wir dann sowieso abgeben müssen, damit wir die goldenen kriegen und so? Oder nicht? Ich glaube schon. Deswegen verballer ich die jetzt einfach mal. Weil sie auch lustig ist. Muss man auch sagen. Ist einfach auch eine schöne Waffe. Die macht Spaß. Warte mal. Ach so, ich hab den... Ja, ja, alles klar. Ich war gerade kurz verwirrt. Wir müssen jetzt eh noch mal in die Trading Facility zurück. Ich dachte gerade, ich hätte, wisst ihr, den Silberschlüssel. Aber ich habe die Silberkarte. Zwei verschiedene Dinge. Silberschlüssel, Silberkarte. Sehr verwirrend. Ich weiß nicht, ob ihr es hören könnt, aber die Nachbarn randalieren. Ich werde mich beschweren. Ich hasse so Leute, die wirklich so sind. Ich bin dafür, dass bitte alle jederzeit immer randalieren dürfen. Naja. Ich meine, mich stört es halt wirklich nicht. Ich bin wirklich dafür, dass alle immer jederzeit randalieren dürfen. Aber man muss vielleicht ein bisschen verständnisvoll sein. Es gibt vielleicht einfach Leute, die haben ein dünnes Nervenkorsett, wenn es um Geräusche geht und so. Und denen fällt es vielleicht schwer, damit umzugehen und... Da will ich nicht so pauschal sagen, die sollen sich nicht so anstellen. Man steckt in den Leuten nicht drin. Wir brauchen alle ein bisschen mehr Verständnis und Sensibilität und Empathie. Und wenn jemand sagt, hey, für mich ist das sehr belastend, wenn oben im oberen Stockwerk Geräusche sind, muss man das zumindest ernst nehmen. Das macht, glaube ich, niemand aus Böswilligkeit. Auch wenn man es nicht nachvollziehen kann vielleicht. Irgendwie müssen wir uns alle arrangieren, ne? Irgendwie teilen wir uns alle diesen kleinen Steinklumpen mit einer hauchdünnen Erdschicht, der so durchs Nichts treibt. Wir sollten besser aufeinander aufpassen. Außer auf Nazis. Nazis können mich mal. Aber alle anderen, auf alle anderen sollten wir echt besser aufpassen. Armbrust! Man, die Armbrust ist halt leider echt nicht gut, ne? Ich find's mega schade. Ich finde das irgendwie interessant, dass quasi in dieser Sequenz hier der Bandersnatch angeteased wird. Aber wenn man dann tatsächlich reinkommt, trifft man hier gar nicht auf den Bandersnatch. Biohazard contamination detected. Level 3. Emergency shutters will close. All personnel evacuate immediately. Die Durchsage kommt aber auch ein bisschen gemeint zu spät, ne? Die Durchsage könnte genauso gut heißen, sie sind jetzt gefangen und werden sterben. Vielen Dank für Ihre Kooperation. Hä, warum niede ich das jetzt nicht? Ach, ich muss wahrscheinlich erst den Alarm ausmachen, oder? Ich habe fast ein bisschen Angst, das rote Kraut mitzunehmen. Ich will mir mein Cheatkraut nicht kaputt machen. Habe ich mir so schön hergecheatet. Das ist halt gerade für Speedruns oder sowas halt einfach das aller schönste, dieses Kraut. Es ist so gemein, guck mal, von hier sieht es einfach voll so aus, als ob man diese mittlere Spinntür öffnen könnte, oder? Aber voll. Weil die so komisch gefärbt ist. Aber von hier hat die gar nicht mehr diese hellere Farbe und man kann damit überhaupt nicht interagieren. Das ist irgendwie komisch.
Ich muss nochmal alles abgehen. Ich habe mir nicht gemerkt, wo die Teile waren, die wir nicht mitgenommen haben. Hier können wir unsere silberne Biohazard-Card benutzen. Dann gucken wir doch mal, was wir jetzt gleich erschießen werden mit unseren schönen Doppelpistolen. Oh oh, ein Ashford. Weirde Haarbeleuchtung gerade. Oh, ich sollte mich bewegen. Zum Glück ist er der schlechteste Schütze der Welt. Was steht da auch da oben in dem Scharfschützengewehr, oder? Ist ja auch irgendwie nicht die allersinnvollste Waffe für die Situation, finde ich. Jetzt muss ich mal ganz kurz was gucken. Ja, genau, da unten ist nämlich auch schon die Leiter. Aber jetzt, okay, gehen wir mal da lang. Ist das ein Pferd oder ein Hund an der Tür? Oder ein Pfund? Ups. Ich muss mir echt mal merken, wo meine Knöpfe sind. Das wäre so viel lustiger, wenn ich immer wüsste, wo ich drauf drücken muss. Wobei, vielleicht ist es sogar lustiger, dass ich so ein verplanter Trottel bin. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, dass ich ein verplanter Trottel bin, ist schon ganz gut. Silbertür, öffne dich. Ah, Safe Room. Die Items blinken schon ein bisschen aggressiv in dem Spiel, ne, damit man sie auch ja nicht übersieht. So, hier haben wir jetzt das Mittel, mit dem wir hier Dingsy heilen könnten. Werden wir auch natürlich auch machen. Aber ich packe es jetzt mal kurz hier rein. Ich muss mal die Kiste ein bisschen aufräumen. Soll ich speichern? Ja, hey, ich speichere lieber. Wisst ihr, wenn ich privat spielen würde, für mich selbst, würde ich jetzt nicht speichern. Aber am Ende passiert dann was und dann sind wir tot. Und im Let's Play ist es dann einfach voll nervig oder im Stream, wenn ich irgendwie eine Stunde nochmal spielen muss oder so. Da speichere ich lieber einmal mehr. Vorsichtshalber. Wir haben ja aktuell wirklich genug Speicherpapier. Es gibt so ein paar Passagen einfach, ne? Da ist das Spiel ein bisschen gemein. Da hilft mir auch mein Endloskrautmix. Mein geglitschtes. Oh, musste kurz niesen. Und nochmal, hab mich schon gewundert. Ich nies immer zweimal. It's a trap. Pff. Welcome, Claire. Welcome. Consider the area you are in a special playground I have prepared just for you. Please try and keep me amused, and do not disappoint me by dying too soon. I so want to enjoy this. Jeder Satz von dem ist einfach Gold. Es ist einfach so großartig. Ich liebe den so komplett. Resident Evil Bösewichte aus den klassischen Teilen sind das Allergenialste. Ich hätte so gerne. Ah, und auch hier Dingens, wie heißt er? Dr. Kirk aus Dino Crisis. Dem würde ich da mit reinzählen, so ein bisschen. Großartig. Ich hätte so gerne irgendwie, stellt euch vor, Dr. Kirk aus Dino Crisis und Alfred Ashford gründen irgendwie eine Gang gemeinsam. Oder so. Die beiden wären da. Oh Gott, wäre das gut. Wäre das Comedy Gold. Ich würde das so lieben. Welcome to my trap. Well, it's actually my trap. No, my friend. I would say it's our trap. Und dann lachen beide und es wäre großartig. Ah, das ist die Waffe, die ich... Ja, okay, ich hab's verwechselt. Alles klar. Ich
benutze jetzt, glaube ich, trotzdem die doppelgemoppelte Wumme. Bender-Snatch. Bender-Snatch. Here he comes, the Bender-Snatch. Snatching around with his bands. Okay, wir treffen den schon, oder? Der hält irgendwie so viel aus. Warum hat denn der gerade so viel eingesteckt? Bin ich gar kein Fan davon. Die Bandersnatch. Das sind übrigens, lore-technisch, wenn man es genau nimmt, Tyrants. Jeder einzelne Bandersnatch ist ein Tyrant technisch gesehen. Die sind quasi aus den Tyrant-Experimenten hervorgegangen. Das sind alles Klone, also Klon-Rohlinge für Tyrants gewesen. Insofern, und wenn man die wirklich als Tyrant zählen will, ne, kann man machen, dann hat Claire vielleicht sogar einen höheren Tyrant-Kill-Count als Ark Thompson. Wobei man halt schon sagen kann, dass das sehr minderwertige Tyrants sind im Vergleich zu anderen Modellen. Ich meine, stellt euch vor, das hätte er mit Mr. X oder Nemesis gemacht, ne? Der würde ihn halt auslachen und seinen Kopf zerquetschen. Don't worry, Claire. Your knight in shining armor is here. You wish, but thanks for the help. See? This is why you need me. I got your back. Whatever. Here, take these. Machine guns? For me? You know the deal. In exchange for your Lugers. Okay. This thing is too cool. Yes! Now this is my kind of weapon. All right! Huh? Hey, this thing's empty. You cheated me. Up there. Hätte der gerade ernsthaft Munition verschwendet? Ich hasse ihn. Give me a boost and I'll get it for you. All right. Ow! My back! You're heavier than you look. Hurry up! Happy now? What? What? Hey, wenn die wirklich ein Code Veronica Remake machen. Wenn die wirklich ein Code Veronica Remake machen und die schaffen es, dass der echt sympathisch wird. So wie sie es mit Louis gemacht haben in Resident Evil 4, okay, ne? Let's do it. Dass man ihn wirklich mag. Und dass er ihm wirklich am Herz liegt. Dass er nicht nur so ein Trottel ist. Dann ertrage ich sein Schicksal nicht. Ich schaff das nicht nochmal. Sie haben mir den Remake Louis genommen. Und jetzt dann vielleicht auch noch hier. Nee. Naja, gucken wir mal. Wo schießt du hin? Ich kann ihn aber voll verstehen, dass die Waffe Spaß macht, ne? Muss man fairerweise schon auch sagen. Er ist immer noch ein kleiner Trottel und so. Aber dass ihm die Submachine ganz Spaß macht, verstehe ich schon auch. Ist schon auch eine lustige Waffe hier. Eine schöne Passage. Oh Gott, ich hätte vielleicht noch nicht runtergehen sollen. Wo zieht er denn schon wieder hin, manchmal? Hey. Na, komm da. Ja. Fast ein bisschen Verschwendung für den einen, ne? Aber was willst du machen? Blödum. Was haltet ihr denn von den Leaks?
dass man im Remake von Code Veronica dem angeblichen frei zwischen den beiden Charakteren jederzeit wechseln kann und die unterschiedliche Fähigkeiten haben. Ich find's cool. You see? This thing is a lot more reliable than any person. Than people? Steve, what were you doing here? Who brought you here, and where is your family? Shut up! I don't want to talk about it! Steve. Never mind. Let's get going. Der Steve und seine Daddy-Issues. Ich glaube, Merlin wird Steve mögen. Ich mag immer so Anime-Charaktere mit Daddy-Issues. Tja, da läuft er auch schon weg. Soll ich nochmal zurückgehen? Ich glaube tatsächlich, da... Achso, er geht noch gar nicht. Okay. Ich glaube, es macht aber Sinn, mit Claire nochmal runterzugehen. Da gibt es ein paar Sachen für sie. Aber ich glaube, da sind auch für Chris dann später noch ein paar Sachen unten, oder? Ach, was weiß ich. Claire, are you okay? Steve, behind you! No! What's wrong, Steve? Shoot him! Wait! I can't! No! Steve! No! Wenn sich Claire nur erinnert hätte, dass sie auch ganz viele Waffen im Inventar hat. Aber kann man schon mal vergessen. Father. 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 Dad, I used to work for Umbrella. Tried to steal information, intending to sell it off to the highest bidder. He was caught. Mom was killed. And we were sent here. Oh, Steve. He was a fool to do something so reckless. So stupid. It's okay now. Just rest. In peace. Naja, okay. Gut. Da ist schon wieder dieser Werkzeugkasten, der aussieht, als wäre ein Item. Ich finde das übrigens irgendwie interessant und komisch und weird und interessant,
dass in, und da werde ich mich nie dran gewöhnen, dass in Resident Evil 3 Treppen keine Interaktionsobjekte mehr sind, sondern Flächen, über die man einfach laufen kann. Und im quasi Nachfolger Code Veronica und in allen anderen, die danach gekommen sind, Zero und das Remake vom ersten, sind Treppen Treppen. Also Interaktionsobjekte mit Animationen, die abgespielt werden und nicht diese frei bewegbaren Räume. Okay, okay, wartet. Ich muss ganz kurz überlegen, ob das tatsächlich im Remake so ist. Wir werden es bald sehen, aber ich glaube, ich habe recht. Aber vielleicht habe ich auch nicht recht und dann weiß ich es nicht. Vielleicht rede ich Blödsinn. Aber ich glaube schon, ne? Ja, ja, doch, 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 doch. Wir haben da gerade zwei gleichzeitig gemut. Oder ist das wirklich, war das der eine? Der hat sich gerade komisch angehört. Irgendwie habe ich das Verlangen, das Ding leer zu schießen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mal warum. Ich will es irgendwie weghaben, versteht ihr? Das braucht zwei Inventarplätze und so weiter. Und wenn es leer ist, ist es leer. Und irgendwie möchte ich das jetzt auch. Keine Ahnung. Das ist wie so auf meiner, als wäre das so... Weißt du, dass man die Waffe leer schießt, als wäre das auf meiner To-Do-Liste so. Die Waffe muss noch leer werden. Dann haben wir das schon mal abgehakt, so ungefähr. Voll doof, voll blöd. Aber so fühle ich gerade. Aha. Hier müssen wir später nochmal herkommen, weil wir hier das Bild mit dem Code aufhängen müssen, wenn mich nicht alles täuscht. Genau. Ja, wenn jetzt mein Inventar nicht so voll wäre, ne, könnten wir jetzt speichern. Aber ich habe tatsächlich auch nichts, was ich ablegen könnte. Aber ist wurscht, wir müssen später eh noch mal herkommen. Let's go. Aber hey Leute, ich glaube, wir machen für heute Schluss. Und wenn ich mich nicht vertan habe, dann geht dieses Video außerdem Weihnachten online. Heiligabend. Und ich habe ich gar nicht dran gedacht. Also, frohe Weihnachten. Habt einen schönen Heiligabend. Habt ein schönes Fest, ob alleine oder mit der Familie oder vielleicht feiert ihr auch gar nicht. So oder so einen schönen Sonntag und schöne Feiertage. Und wir sehen uns spätestens am Dienstag. Kommen den Dienstag um 18 Uhr wieder live. Und vielleicht mache ich für Montag noch eine Folge. Ich muss mal nachzählen, ob das alles überhaupt stimmt. Falls dieses Video jetzt vor oder nach Weihnachten online geht, dann stellt euch einfach vor, ich hätte es euch am 24. gesagt. Insofern, schönes Fest, frohe Weihnachten, schöne Feiertage oder was auch immer ihr feiert oder wie auch immer. Hauptsache, ihr habt eine gute Zeit. Macht's gut. Ciao.